back from the dead. Mittwoch, der 6. Februar 2019. Willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und vorab erstmal gegrüßt ist Luki, Borki und Best of Gamer. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, denn es gehen mal wieder seltene Items flöten. Also fangen wir mal an bei den Featured und wir haben natürlich nochmal den Firewalker drin, der gestern überraschenderweise reingekommen ist für 1200 V-Bucks. Ist schon ein geiler Skin. Ich weiß nicht, ob ich mir den holen soll. Ist natürlich extrem krass, ne, für dieses chinesische Neujahrsfest und so, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem glücklich werde. Denn zu verrückte Skins sind dann auch irgendwie ein bisschen seltsam. Passend dazu gibt es natürlich nochmal Outburst. Übrigens habe ich mir sagen lassen, dass hier hinten an diesen drei Teilen hier sozusagen so eine Art Feuer rauskommt, wenn man damit schwingt. Ja, die beiden auf jeden Fall 2000 V-Bucks, um das Set zu kaufen sozusagen. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem ersten Problemkind, beziehungsweise bei dem ersten selteneren Skin, der mal wieder flöten geht. Wir haben heute drei Sachen drin, die recht selten waren und dann heute flöten gehen. Das hier ist mit Abstand das seltenste, 150 Tage her, das Panda Team Leader, das letzte Mal drin war. 2000 V-Bucks und geht heute sozusagen damit, ja, ich sag mal, in die Geschichte ein als nächster Skin, der nicht mehr selten ist. Das haben wir ja öfter jetzt gesehen in letzter Zeit und Epic macht das ja auch immer weiter. Ich denke mal, bis man alle durch hat, gehe ich mal ganz stark von aus. Zweiter Skin, der hier noch drin ist, ist der Wukong. Der ist jetzt nicht so selten, der war aber vor 75 Tagen das letzte Mal drin. Also auch schon ein Weilchen her. Cooler Skin, 2000 V-Bucks auf jeden Fall jeweils für einen der beiden Skins. Passt natürlich auch, ne, perfekt zu diesem ganzen chinesischen Neujahr hier mit den Bambussachen. Also schön asiatisch angehaucht, genauso wie der Wukong. Ja, dann kommen wir mal zu den Dailies. Da haben wir Yeehaw am Start. Das ist die weibliche Version. Es gibt ja die männliche im Battle Pass. Hier ist die weibliche absolut nice. 1500 V-Bucks für alle, die hier bei der weiblichen zuschlagen möchten. Sieht absolut lustig aus irgendwie. Hier ist diesmal ein Regenbogen-Lama. Regenbogen-Einhorn-Lama. Beim Mann ist es nicht so. Vor 36 Tagen ist das letzte Mal drin gewesen. Lustiger Skin auf jeden Fall. Ja, dann haben wir Chopper am Start. Da bin ich echt mal überlegen, ob ich mir die holen soll. Alleine schon wegen dem geilen Teddy hier, der hier hinten so rumwackelt. Ist nämlich schon irgendwie ein geiles Backpack, muss man sagen. Vor 54 Tagen das letzte Mal drin gewesen und nur 1200 V-Bucks. Also auch ein richtig cooler Skin. Ja, dann haben wir Libre drin für 800. Vor 45 Tagen das letzte Mal drin. Für alle die vielleicht den Raven-Gleiter verpasst haben, können hier nochmal zuschlagen. Ist im Grunde das gleiche, nur halt mit einer anderen Textur sozusagen drauf, also mit anderen Farben. Wobei das Rot gar nicht so schlecht aussieht, muss ich sagen. Das feiere ich schon. Sieht gar nicht so schlecht aus. 800 V-Bucks dafür, war zuerst vor 45 Tagen drin. Ja, dann kommen wir zum nächsten seltenen Item. Und zwar der Jingo Bang. 1200 V-Bucks. Und ihr seht schon, hier oben ist so ein leichter Effekt, wenn man damit schlägt. Und wenn man öfter schlägt, seht ihr, was passiert? Das ist schon geil. Also das ist so, ich sag mal, ein recht edles Ding. Und dann hat es auch noch einen geilen Effekt. Es war zuletzt vor 118 Tagen drin. Also wie gesagt, zweites Item, was recht selten war und jetzt nicht mehr selten ist. 1200 V-Bucks. Gehört zum Wukong Reactive, wie ihr sehen könnt. Das habe ich euch gerade gezeigt. Ja, 118 Tage her. Ja, und dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten seltenen Item. Und zwar Rocket Spinner. Wir hatten ja gestern Rocket Rodeo drin, was recht selten war. Jetzt geht sozusagen der nächste Rocket Emote flöten. 500 V-Bucks. Vor 133 Tagen das letzte Mal drin gewesen. Also, absolut krass. So, und dann haben wir noch eine Sache, die ich ziemlich geil finde, und zwar Shaolin Setup. Nutze ich extrem oft in der Lobby. Im Spiel eigentlich gar nicht so krass, aber 200 V-Bucks nur und kann man sich eigentlich gönnen, muss ich sagen, für 200 V-Bucks. Vor 35 Tagen das letzte Mal drin und ist schon irgendwie geil. Und man bleibt auch dauerhaft stehen, das ist das Geile daran irgendwie. Man macht das einmal und bleibt dauerhaft stehen. Ist schon geil. Auch müsst ihr euch vorstellen, wenn man irgendwie Sniper-Schüsse ausweichen will und so. Gibt es bestimmt so geile Trickshots, die man damit machen kann. 200 V-Bucks dafür. Ja, was ist mein Highlight heute? Ist schwierig zu sagen. Ich würde wahrscheinlich dem Panda-Teamleader mein Highlight geben, obwohl ich die Panda-Skins gar nicht so mag, beziehungsweise diese Teamleader-Skins. Aber der ist der seltenste. Ist schade, dass wieder ein seltener Skin weg ist, muss man sagen, beziehungsweise mehrere Sachen sogar. Aber würde ich mein Highlight geben, schreibt mal, was euer Highlight ist. Dem ganzen Shop, ja, wir haben drei seltene Sachen drin und was Neues eigentlich von gestern noch. Deswegen muss man den Shop eigentlich ein bisschen höher bewerten. Ich würde sagen, wir geben dem Shop heute einfach mal mehr als der Durchschnitt, also eine 6 von 10, etwas höher als die Mitte. Schreibt mal rein, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Dann hören wir uns morgen zur neuen Folge. Also bis dahin. Ciao, ciao.